Pingpong Parkinson aktuell wird präsentiert von Boston Scientific. Es ist Montag, der 17. April. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Ja, es war eine ereignisreiche Zeit. Wir hatten gerade am Wochenende zwei PPP-Walks, eine kleine Premiere für unseren Verein. Wir wollen das Thema Parkinson mehr in die Öffentlichkeit bringen und deswegen haben wir nach New Yorker Vorbild mit PPP, Ping-Pong Parkinson Walks gestartet in Münster und Nordhorn. Ja, und zwar in Münster mit circa 150 Teilnehmern. Und an den einzelnen Stationen gab es Mitmachaktionen, unter anderem Swing-Ping-Pong, Smoothie, virtuelles Tischtennis. Von Station zu Station änderte sich das und die Teilnehmer wurden dazu angehalten, mitzumachen. In Nordhorn war der Aufbau etwas anders. Es ging tatsächlich darum, in der Nordhorn Innenstadt Runden zu laufen. Da kamen insgesamt 397 Runden zustande, also insgesamt 675 Kilometer wurden von unserem Verein gelaufen. Und das Ganze hat auch noch einen positiven Nebeneffekt. Neben der ganzen Öffentlichkeitsarbeit, die sicherlich voll durchgehauen hat, sind auch noch über 4.000 Euro für unseren Verein zusammengekommen. Wir bedanken uns natürlich herzlich bei allen Spendern und Sponsoren. Vielen Dank. Dankeschön. Und dann geht es weiter. Wir schauen mal, was Silke so aus dem Stützpunkt zu berichten hat. Genau. Hallo aus der Mitte, hallo aus Fulda. Am 11.04. war wieder Weltparkinson-Tag und sogar der deutsche Politiker und Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestages, Frank Ulrich, hat Ping-Pong Parkinson auf seinen Social-Media-Kanälen lobend erwähnt. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch mal bei den vielen Ehrenamtlichen hinter den Kulissen bei PPP bedanken. Heute möchte ich das ganz besonders bei Gabi Tiede tun. Sie hält unsere Listen und Daten alle zusammen. Das ist sehr viel Arbeit. Liebe Gabi, vielen herzlichen Dank dafür. Du bist spitze! Kommen wir nun zu den neuen Stützpunkten. Da haben wir zum einen Beratshausen in der Oberpfalz. Stützpunktleiter dort ist Toni Pfeiffer. Und zum anderen Köln-Raderberg mit Bernd Tillmann-Gerken. Hallo, ich bin Richard Sonnleitner und bin der Ansprechpartner für den neuen Stützpunkt Puchen im Westen von München. Ich freue mich sehr auf euer Interesse. Ciao. Tja, und das war es jetzt wieder von mir, von PPP aus den Stützpunkten. Ich wünsche euch eine gute Woche und grüße euch ganz herzlich. Bis bald, eure Silke. Ciao. Danke, Silke. Ja, und unsere erfolgreich gestartete Stader Cup-Serie hat ihre Fortsetzung gefunden. Nochmal der Hinweis, die Stader Cups dienen dem gegenseitigen Austausch der Teilnehmer. Der sportliche Aspekt ist nebensächlich. Natürlich wird mit Ehrgeiz gespielt, aber der Austausch ist das Wichtigste. Ja, am vergangenen Wochenende war in Gütersloh der dritte PPP-Stader Cup mit 19 Teilnehmern. Und das hat alles hervorragend funktioniert, organisiert von Thorsten Flüß. Danke nochmal. Ja, und da hatten wir hohen Besuch. Der Patientenbeauftragte der deutschen Bundesregierung war da, der Stefan Schwarze. Und wir konnten einen regen Austausch mit ihm führen. Und wir hoffen natürlich jetzt auf die Unterstützung von der Seite der Regierung, die uns an dieser Stelle zugesagt wurde. So, und am kommenden Wochenende steht der PPP Stader Cup in Schwabach da vor der Tür. Da wird Sven Trautner mit seinem Team sicherlich ebenfalls ein tolles Turnier organisieren und der ist leider schon ausverkauft. So, im Bereich des Ehrenamtes tut sich was? Richtig. Wir hören nochmal Silke. Genau, da hat Silke noch was zu berichten. Hurra, wir haben einen neuen Landesleiter für NRW. Es ist Michael Baltus vom Stützpunkt Dorsten. Er löst Martin Riegels ab, bei dem wir uns ganz herzlich für seine Arbeit bedanken. Danke, Martin. Und willkommen im Team Michael. Ja, jetzt geht es nochmal um die Tabletteneinnahme, die für uns ganz wichtig ist und die wir auch pünktlich einnehmen sollen.
Es gibt jetzt die Möglichkeit, teilzunehmen an einem Test für eine Tablettenbox, die verbunden ist mit dem Smartphone. Wir blenden dazu eine E-Mail-Adresse ein, an der könnt ihr dann schreiben und dann an diesem Test teilnehmen. Ja, interessante Geschichte. Ich habe mich angemeldet, weil ich vergesse es auch ständig. So, und dann sind wir jetzt 1100. Brigitte aus Münster. Die Katrin hat so lange vergessen, den Antrag zu schicken, bis jetzt 1100 Mitglied geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Tja, so ist das. Das ist toll. Also, wir wachsen immer mehr. Gut, und ich denke, das war's. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Am Ball bleiben. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.